Ja, Thema Fläche zwischen zwei Graphen bestimmen. Kommt in die Playlist Integralrechnung. Ihr braucht verschiedene Vokabeln, natürlich Stammfunktionen berechnen können. Und wie ihr gleich sehen werdet, ja, Schnittpunkte bestimmen. Dafür das Thema Nullstellenverfahren. Warum Nullstellenverfahren? Da gehe ich gleich drauf ein. Hier optisch jetzt. Ihr habt hier, ne, einen Teilauszug Graph zu h von x, grün Teilauszug Graph zu g von x. Und jetzt, mir geht es jetzt darum, dass ihr wirklich versteht, auch optisch, hier ist die eingeschlossene Fläche zwischen den beiden Graphen. Was habt ihr hier? Denn ihr braucht ja Integrationsgrenzen. Ne? Ihr seht hier, diese beiden Integrationsgrenzen, Pünktchen, Pünktchen, a und b, sind doch die Schnittpunkte von g und h. Was müsst ihr also dafür machen? G von x gleich h von x. Beide Funktionen schnappen, gleichsetzen. Und das ist jetzt das erste Mal, ne, wieder, dass ihr eine Gleichung lösen müsst. Und das wäre einfach das Thema, wenn ihr jetzt sagt, ja, brauche ich auch ein Beispiel dafür. Schnappt euch Beispiele dafür, um hier entsprechend jetzt die Lösung herauszubekommen. Und manchmal steht dann in Skripten oder in Büchern, das führt auf g von x minus h von x. Lasst euch davon nicht verwirren, gleich 0. Und dann denkt man auf einmal, warum ist man jetzt bei Nullstellen? Das ist einfach nur eine Schreibweise, sodass dann hier etwas steht, was man aus dem Thema Nullstellenberechnen kennt. Aber es ist nichts anderes als, ihr habt gleichgesetzt, ihr habt dann von der Gleichung her alles auf eine Seite geholt und löst das jetzt einfach mit einem Lösungsverfahren entsprechend, welche Funktionstypen auch immer ihr dann dort habt. Kann es schnell gehen mit PQ-Formel, wenn es nur eine quadratische Gleichung ist. Vielleicht seid ihr beim Thema Exponentialfunktionen. Wenn ihr das gelöst habt, dann solltet ihr auf, jetzt in diesem Falle jetzt hier speziell, das kann natürlich mehrere Schnittpunkte geben, hier wäre es jetzt x1-Wert gleich, Pünktchen, Pünktchen, und x2-Wert gleich, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, und das wären die beiden Integrationsgrenzen. Jetzt sollte man noch schauen, mal angenommen, wir haben als ersten Wert, ne, hier für a gleich, was weiß ich, ich sage jetzt mal hier 4 und hier 6. Ja? Dann könnte man jetzt noch eine 5 einsetzen in beide Funktionen für x, um dann herauszufinden, welcher Graph liegt denn oberhalb. Das kann noch wichtig sein. Das müsst ihr vielleicht machen, wenn ihr es hier eh schon optisch seht. Dann sollte es kein Problem sein. Was muss man denn jetzt machen für die Fläche? Es wäre das Integral von 4 bis 6. Und jetzt Achtung, man kommt ja aus, jetzt haben wir da eine Funktion, dx, und dann Stammfunktion und entsprechend einsetzen. Jetzt habt ihr ja die Fläche zwischen zwei Funktionen. H von x liegt, ihr seht es hier jetzt rot optisch oberhalb, also h von x minus g von x. Ne? So, ich mache noch Klammern drumherum. Und jetzt nicht durcheinander kommen, wenn jetzt hier g minus h steht. Das ist wirklich, und hier scheitern viele dran und die überlegen dann, was nimmt man denn jetzt? Ihr könnt wirklich sagen, ich lasse mich nicht verwirren von dem, was ich hier berechnet habe. Das waren die Schnittstellen, die brauche ich für die Integrationsgrenzen. Das könnt ihr euch auch als Vokabel aufschreiben. Und hier braucht ihr jetzt h von x minus g von x. Das, was hier rauskommt, davon braucht ihr jetzt entsprechend, ne, das, was dann hier steht, eine Stammfunktion von 4 bis 6, dann entsprechend einsetzen. Und das, was ihr rausbekommt in Flächeneinheiten, ist dann eure gesuchte Fläche. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt aber, kann ich denn auch g von x minus h von x nehmen? Dann seht ihr in manchen Skripten Betragsstriche. Denn dann kommt das gleiche Ergebnis heraus, nur als negativer Wert, was ihr damit Betragsstrichen positiv machen könnt. Ich finde es wichtig, dass ihr hier versteht, warum hier was wo steht. Packt auch in die Comments, wenn noch irgendetwas unklar ist. Sonst zerpflücke ich das noch in, von mir aus, Einzelbeispielen. Aber wenn man das so wieder optisch hat, mit den ganzen Grundvokabeln, sollte man auch bei Fläche zwischen zwei Graphen keine Probleme haben.